Jo Freunde, damit begrüße ich euch wieder recht herzlich zu einer weiteren Folge Insurgency Sandstorm. Wir machen uns wieder auf in den PvP-Modus. Ihr wisst ja, ich bin nicht so den PvP-Modus so gewandt, aber ja komm, für euch machen wir das mal. Was gibt's noch? Team Deathmatch, ja komm, wir zeigen diesmal Team Deathmatch, so ganz klassisch. Letztes Mal war ja Frontlinie, war es genau. Schauen wir mal ganz altmodisch in den Team Deathmatch-Modus rein. Dauert vorbereitet, jawohl. Zumindest sofern wir heute überhaupt reinkommen in den Team Deathmatch-Modus. Bin ich mal gespannt, wenn nicht, müssen wir dann doch ausweichen in den KI-Modus. Scheiße. So. Ich kopf mal ein bisschen wegnehmen, ich sehe ja auch nicht hier. So. Sprengtechniker, ich geh mal Kommandär. Wie kommen der? Wo sind wir überhaupt schon? Ach, CS angreifen. Also halt mal fest, aktuell, oder heute zumindest, ist der PvP-Modus erstmal tot. Das ist ein bisschen schade. Ich weiß noch, wenn ich so ab und zu mal aus Spaß mal gesucht habe, aber hab nicht gezockt, da hat er einen PvP-Modus gefunden, immer was. Da hat er immer Domination mal gefunden oder Push, das ist auch gerade mal vielleicht ein Monat her oder so. Keine Ahnung, was da los ist. Ja. Naja. So. Wir nehmen dann den HE-Beschuss. Na, schau mal, Richtung D rüberkommen. Wisst ihr, der KI manchmal ist sehr auf einem Bot getrimmt. Ja, ist ja normal, ne? Hat KI. Also, einen haben wir schon mal. In seine Fresse. Das war auch schnell gestorben, der Kollege Schnurrschuh. So, ich pass mal hinten auf. Manchmal kommen sie auch von hier hinten. Aha. Ja, das musste man nicht verteidigen. Glück sei Dank. Was, Granate? Geh doch rüber, mein Kind. So, hier oben mal kurz lunzen, aber auch nicht zu lange, weil hier können sie dann auch schon wegschneibern. Oh. Erst Problem bei der G3, ne? Die hat halt bloß 20 Schuss. Ja, würde sagen, rüber runter, mein Sohn. Wenn das Moorhuhn die Birne raussteckt, passiert genau das. Wir sind bei E dran, ja. Hey, I'm throwing a grenade. Ja, war klar, war zu hoch. Hat es ja wohl gebracht. So, meine IED platzieren.
bisschen erschrocken jetzt bei den Typen. Deckung! So. Warum quatscht der Playskill so blöd? Hi, Sorgkinder. Dem geht's gut. Na, ah, Position F ist auch ekelhaft. Position F ist auch sehr, sehr ekelhaft. Ach du Scheiße. Was ist da los? Ganz Armada, Junge. Jetzt können wir den Minigun-Support sehr gut gebrauchen, weil hier können sie einen sehr schnell einkesseln, die KIs. Also da musst du aufpassen. Ist immer so eine Sache, ja. Kommen nämlich von da und von hier drüben irgendwie auch immer. Ich weiß auch nicht, wie die das schaffen. Anscheinend Superman, können überall hinfliegen hier. Gas, na wunderbar. Wunderbar, wollte ich sagen. Jo, hau mal raus, deine Sentigan. Oh, wieder genau auf die... Wieder genau auf die Position. Neun Abschüsse, Heli, wunderbar. Zehnter Kill, Alter, 10 schon. 11 Kills. Und den brauchen wir immer auf das Zeichen hier achten. Dieses Funkerzeichen, wenn man Commander ist, braucht man immer einen Funker. Es können manchmal auch zwei Funker sein, die man dann auswählen kann im Menü. Also immer die Chance ergreifen, wenn ihr einen Commander seht, nicht schüchtern sein, immer schön den Funker spielen. Weil ihr braucht bloß in Anführungsstrichen in der Nähe sein, in Reichweite, damit er den Befehl abschicken kann. Braucht doch schon mal keinen Schuss haben. Oh, aufpassen, die kommen doch mal von drei Seiten. Ne, vorletzte Position. Ja, jetzt mein Funker tot, siehst du? Jetzt haben wir das Problem nämlich. Heißt, ich kann keine Unterstützung mehr holen. Oh, die schicken Nebelartillerie. Kommen die nächsten da oben? Hat er ihn, jawohl. Merkt, ich bin ruhig, ich konzentriere mich wieder, also nicht wundern. Sound lauschen und so, ne? Oh, die scheiß Granaten, ey. Krieg mal Tinnitus. Super, Jungs. Server, this is station
Und Mädels, ne? Heißt für der Playstyle war so ein Frauenverachter. So. Komme ich denn jetzt? Ach, scheiße, die Kiste. Da ist er. So. Einmal durchgerutscht, Junge. Ja, wenn ihr Fragen habt zum Spiel, schreibt sie gerne in die Kommentare, dann kann ich sie, soweit ich weiß, gerne beantworten. So. Okay. Oha. Ja, Position H wird nochmal ein bisschen schwierig. Unser Funk auch schon wieder tot, wieder scheiße. Das ist jetzt ganz schlecht, weil ich wollte jetzt nämlich einen Helikopter holen, weil jetzt wird es nochmal richtig ekelhaft. Ah, Mistkräuter. Oh, shit, Jungs. Ekelhaft, wenn man auf zwei Positionen aufpassen muss, weil der Kollege gestorben ist, der da mal in der Ecke war. Ja, und der hat das Problem, dass die scheiß G3 so wenig Schuss hat. Das heißt, wenn so viele Leute kommen, wird es schwierig, die abzuschießen. Hause weg, mein Sohn. Oh oh. Oh. Alter. Leck mich, Freunde, waren das gerade viele. Oh. Kotzen, wenn die von... Schnauze, wenn die von drei Positionen kommen. Raus damit. So. Nein! Nein! Das ist dieser One-Shot-Scheiße wieder. Das kann nicht wahr sein. Auf dem letzten natürlich wieder. Oh, da war die Mühe wieder umsonst. Ganz toll. Toll! Gibt's nicht. Gibt's nicht, Freunde. Ja. Wie haben wir? 16 Minuten passt. Gut, Freunde, ich wollte damit sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst dem Ganzen wie immer einen Daumen nach oben da und auch gerne ein Abo. Vergesst die Glocke nicht zu aktivieren. Und ich sage, bis zum nächsten Mal in Chaos, Insurgency. Sandstorm. Gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.
Meine Fresse.